Ja, pass auf, ich mach das nach dem Spiel, in der nächsten Setup-Phase. Ah, ich das weiß, was, Leora, ja? Du musst das erste, das linke Estimate umstellen, nicht das rechte. Ach so. Oh, okay, ja. Das rechte die ganze Zeit? Ja, gut. Daran habe ich jetzt selber aber nicht gedacht. Ich sehe es gerade. Ja, deswegen dann mache ich das jetzt schnell. Aber dann wünsche ich euch viel Spaß, ich bin direkt raus. Ich muss alles doch alles umändern. ganz ruhig, Panik. Ganz ruhig. Panik. Spiel ist ja, glaube ich, schon umgeändert, ne? Nee. Ja, ja. Oder doch, ja. Panic Basket, Freunde. So, bis später. Kommentatoren nicht vergessen, ne? Ja. Oh Mann. So. Gut, dann haben wir jetzt ein Spiel vor uns. Das sieht interessant aus. Ja, ja. Das Problem ist, ich weiß nicht mal so hundertprozentig, was man so als Casual-Spieler in dem Spiel wirklich machen muss. So Casual-Informationen gibt es so gut wie gar keine. Und ja, Speedruns, Speedrun-Techniken, da habe ich tatsächlich ein bisschen was gefunden. Okay, also grundsätzlich ist das so ein Spiel, in dem wir Dinge zerstören können und auch müssen. Wir haben in jeder Mission immer irgendein bestimmtes Missionsziel. Also wir müssen immer entweder irgendwas zerstören oder irgendwas besorgen oder oder irgendein Auto an eine bestimmte Stelle bringen oder generell irgendwas an eine bestimmte Stelle bringen. So. Was wir hier gleich am Anfang schon öfter mal sehen, wir rennen irgendwie ja teilweise durch Türen und dergleichen durch. Das ist eine Technik, beziehungsweise das ist ein kleiner Glitch im Spiel. Wir können Sachen greifen. Und wenn wir Sachen greifen, verlieren die ihre Hitbox. Das heißt, wir können irgendwas greifen und dann da durchrennen. Und das werden wir uns öfter mal zunutze machen. Das ist eine von zwei Techniken, die wir im Grunde immer wieder benutzen. Die andere ist das Fliegen. Das werden wir dann nachher gleich sehen. So, hier steigen wir jetzt erstmal ein Fahrzeug ein. Man kann übrigens Fahrzeuge werfen. Und wenn man sie wirft und gleichzeitig dann reinsteigt, dann fliegt man zusammen mit dem Fahrzeug noch durch die Gegend. So als kleine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt in dem Run jetzt sehen werden. Müssen wir mal schauen. So, und hier müssen wir, so wie ich das jetzt verstanden habe zumindest, müssen wir in der Mission das Haus zum Einsturz bringen. Und dann halt zu dem Auto da rennen und dann ist die Mission geschafft. Und ungefähr so läuft im Grunde das ganze Spiel ab. Wir müssen immer Sachen zerstören, besorgen oder ja, auf alle Fälle. Wir haben immer irgendein Missionsziel. Das begeistert mich gerade. Ja. Ich habe tatsächlich, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich auch tatsächlich gedacht, oh, das könnte Chuck gefallen. Das war auch so einer meiner ersten Gedanken. Das ist ja natürlich auch so ein bisschen so, wie hieß das damals? Pixel World, was so ein bisschen Minecraft-mäßig sein sollte. Oh Gott, wie hieß das? Aber ich weiß, glaube ich, was welches du meinst. Das ist ein sehr interessantes. Was halt alle gezeigt haben und dann, oder alle gespielt haben und das aber noch ein Early Access war und dann sich die Entwickler mit dem Geld abgesetzt haben. Echt? Und das Spiel, das Spiel dann nie weiterentwickelt haben. Cube World? Meinst du das? Cube World, genau. Ah, okay. Haben jetzt nämlich Tiger und Antiqui in den Chat reingeschrieben. Das erinnert mich so vom Stil halt und natürlich auch ein bisschen an Minecraft halt einfach, so von den Grafiken. Ja, klar. Also Minecraft ist, glaube ich, auch so das Erste, was einem in den Kopf kommt. Wobei ganz am Anfang, diesen Minecraft-Stil habe ich erst gesehen, als ich so das erste pixelig-blockige Auto gesehen habe in dem Spiel. Weil die Welt an sich, die sieht gerade so aus der Distanz, sieht die halt vergleichsweise realistisch aus. Da sieht man halt diese Blockform nicht so sehr. Ja. Aber ja gut, das liegt halt auch daran, dass die Häuser an sich so eine Blockform haben. Da fällt das dann gar nicht so auf. Nee, aber bei den Rohren eben zum Beispiel hat man es gesehen, wenn man dicht dran war. Bei den Autos sieht man es sehr gut. Aber es ist im Grunde auch so eine Minecraft-Form. Da sind wir jetzt eben zum Beispiel auch durch dieses Gittertor durch, indem wir einfach das gegriffen haben. Und wie ich ja eben schon mal gesagt hatte, wenn wir irgendwas greifen, hat es keine Hitbox mehr. Und wir haben das Gitter gegriffen und konnten dann einfach schnell durchrennen. Es gibt an sich so ein paar verschiedene Techniken noch, die wir aber teilweise gar nicht nutzen in dem Run. Und teilweise vielleicht ein, zwei Mal nur. Ja, genau. Wenn wir zum Beispiel in einem Auto drin sitzen und aussteigen wollen, dann will uns das Spiel immer an irgendeine Position setzen, an der wir auch stehen können. Wenn es aber so eine Position nicht gibt, dann kann es ganz schnell mal passieren, dass wir einfach in die Luft geschleudert werden. Weil das Spiel nicht weiß, wo es uns sonst hinsetzen soll. Und so können wir zum Beispiel sehr schnell große Höhen erreichen.
Und hier ist jetzt die Technik, die werden wir immer und immer wieder sehen. Und zwar können wir irgendwelche Objekte, meistens irgendwelche Holzplanken, auf den Boden legen. Dann können wir uns da ranstellen. Irgendwie schießt er da auch immer noch einmal kurz rauf. Da weiß ich jetzt nicht genau, was das bewirkt. Aber auf alle Fälle können wir auf dieser Holzplanke stehen. Und wenn wir dann diese Holzplanke greifen, dann werden wir nach oben geschleudert. Und so werden wir uns gerade so in der zweiten Hälfte des Runs im Grunde durch alles hier durchbewegen. Und zwar sehr, sehr schnell. Und hier hatten wir jetzt, also wir mussten an das Boot ran, und statt jetzt das Boot einfach abzuseilen oder abzutauen, so, haben wir einfach das Haus zerstört und dann konnten wir mit dem Boot halt auch wegfahren. Geht im Endeffekt schneller. Das Spiel mittendrin, achso, mittlerweile komplett raus oder noch Beta? Das weiß ich nicht, Devo. Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Dieses Spiel ist noch im Early Access. Achso, ist es noch, okay. Ja, steht zumindest auf Steam. Ah, okay. Da habe ich nämlich jetzt gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. So, und hier sehen wir jetzt wieder wunderbar diesen Flug. Wie gesagt, den werden wir jetzt quasi in jedem Level sehen. Also so ziemlich jedem Level. Kann sein, dass da ein, zwei Missionen noch dabei sind, in denen wir diese Technik nicht mehr nutzen. Und hier müssen wir jetzt, hat er noch einigermaßen ordentlich platziert. Hier mussten wir jetzt wie nennt man die Trucks, auf den Autos hinten stehen? Aber diesen Transporter mussten wir halt aus dem Haus rausfahren. Dann mussten wir auch in das Auto einsteigen, das oben drauf stand. Mussten mit dem Stück fahren. Jetzt müssen wir hier in dieses, ich sag mal, in das Postauto. Das sieht für mich aus wie ein Postauto. Das müssen wir dann nehmen und fahren. Jetzt müssen wir auf das Schiff rauf und damit ein bisschen rumfahren. Und am Ende dieser Mission werden wir übrigens wieder in dem Auto sein, das wir von dem Transporter da am Anfang runtergeholt haben. Aber ich weiß halt nicht genau, was hier das Missionsziel ist in dieser Mission. Für mich ist es nur einfach von einem Auto ins nächste. Da schnell mal durch die Wand durchfahren. Okay, da ist er jetzt ein bisschen hängen geblieben. Da hat er jetzt ein kleines bisschen Zeit verloren. Ah nee, das ist gar nicht genau das Auto, was wir hatten. Aber wir mussten das Auto offenbar halt in diese Zone da reinbringen. Was, ich spoiler schon wieder? Ach, jetzt haben wir schon wieder das Problem mit dem, dass wir so weit vor dem Bild sind. Ich kann einmal die Zeit bei mir ansagen. 6, 37, 38, 39, 40. Du bist sogar 5 Sekunden vor mir. Oh, okay. Ach so, das meintest du gar nicht. Ich spoiler die Story, welche Story. Also ich glaube, es gibt ja tatsächlich irgendeine Story, aber von der habe ich absolut keine Ahnung. Drei Sekunden davor oder dahinter? Weil das ist für mich immer wichtig. Wenn es 3 Sekunden dahinter ist, dann ist es ja nicht schlimm. Dann bin ich halt ein bisschen hinterher, aber besser als zu spoilern. Vor dem Bild, okay. Und dann versuche ich mal immer ein kleines bisschen verzögert zu kommentieren. Aber das ist halt immer so ein bisschen das Problem bei Restreams, dass wir, dadurch, dass wir auf dem Server eventuell einen anderen Delay haben als ich jetzt hier, wenn ich den Mainstream gucke, dass ich dann halt das Commentary immer ein bisschen entweder nach vorne oder nach hinten verschiebt. Nach hinten ist natürlich ein bisschen besser, weil ich dann zumindest nicht spoiler. Aber ideal wäre natürlich spot on, aber das kriegt man so gut wie gar nicht hin. Obwohl ich da schon eine Idee hatte, wie man das vielleicht auch noch hinbekommen könnte, aber das werden wir nach dem Event dann mal durchgehen. Grobe Story. Man hat einen zwielichtigen Auftrag angenommen. Ein Cop erpresst einen. Man soll Missionen machen. Der zwielichtige Typ hat auch Aufträge. Okay. Ja gut. Also vielen Dank dafür. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt eine weiß ich, wie hochkomplexe Story ist. Aber immerhin. So, aber ja, wie gesagt, das grundlegende Ziel ist immer irgendwas zerstören oder irgendwas klauen. Und hier müssen wir jetzt zum Beispiel, hat er geschafft. Da hatten wir auch wieder so eine Zielzone am Ende des Bootes und da mussten wir dann das Zeug, was da auf dem Truck, auf dem Kipplaster gelagert war, das mussten wir halt zum Boot bringen. So, hier nehmen wir jetzt wieder eine Mission an. Also das ist so, also dieser PC ist quasi unsere Hubworld, wenn man so will. Zerstören, genau. Alles kaputt machen leider nicht, aber generell viel kaputt machen.
Hier können wir jetzt zum Beispiel auch einfach quasi durch die Tür durchfahren. Wir nehmen noch ein Stück Wand mit, aber ist uns egal. So, ja, und hier müssen wir mehrere Autos abliefern. Wir nehmen uns wieder eine Planke und... Sieht mir eher aus, dass wir die versenken. Oder versenken, ja. Wir müssen Autos an einen bestimmten Zielort bringen und ja, aber diese Flugmechanik, die ist halt sehr interessant. Damit kann man eine ganze Menge abkürzen, beziehungsweise beschleunigen. Aber ansonsten insgesamt ein ja, sehr entspanntes Spiel, glaube ich. Und es hat tatsächlich auch eine vergleichsweise große Speedrun-Community. Da bin ich selber ein bisschen überrascht gewesen. Beispielsweise ist The Waffleman so... Also der Runner von dem Spiel, von dieser Kategorie, den wir jetzt hier gerade sehen, ist tatsächlich nur auf Platz 4. Da gibt es noch 3 bessere Runner, allein in dieser Kategorie. Platz 5, Entschuldigung. Also 4 bessere Leute gibt es noch. Insgesamt gibt es in der Kategorie 6 Runner. Und dann gibt es auch No Major Glitches. Da sind auch nochmal 2 Runner. Und ja gut, bei den... Mist-Kategorien gucke ich jetzt nicht überall extra rein. Sind, glaube ich, 5 Stück oder so noch gewesen. Ja, also hat schon eine kleine Speedrun-Community aufgebaut. Das ist nichts, wo man jetzt sich jetzt ransetzt, einmal einen guten Run hinlegt und dann quasi schon einen Weltrekord hat. So, und ab jetzt haben wir die Schrotflinte. Mit der Schrotflinte können wir einerseits sehr gut Löcher in Wände reinschießen und können das Ganze ein bisschen beschleunigen. Also effizienter auf alle Fälle als der Hammer, den wir bisher immer benutzt haben. Und da ist halt auch das, was ich selber nicht so ganz verstehe. Wenn wir so eine Planke da vor uns liegen haben, schießen wir immer einmal drauf. Und da weiß ich halt nicht genau, was das macht. Da habe ich nichts zu gefunden. Ich weiß nur, man kann halt diese Planken, wenn man draufsteht, greifen. Und dann fliegt man halt durch die Luft. Weil das Spiel in so einen Zyklus reinkommt. Wo es dann die Planke greift, dann stellt es fest, nee, kann ich nicht greifen, dann greift es die Planke aber schon wieder und hebt das dabei immer so ein bisschen an und das halt in einer Geschwindigkeit, die Frames entspricht quasi. Also jeden Frame versucht es dann halt die Planke ein bisschen anzuheben, merkt dann, es klappt nicht und versucht es dann doch wieder und klappt wieder nicht und dadurch werden wir halt quasi in die Luft geschleudert. Das ist halt einfach so ein Ausnutzen der Physik. Und es gibt tatsächlich so ein paar Techniken für Glitchless-Kategorien. Das sind dann wirklich Exploits, also wo wir tatsächlich einfach nur die Spielphysik in dem Sinne ausnutzen. Und es gibt halt tatsächlich richtige Glitches, wie zum Beispiel den Grab-Click-Clip, also dieses Greifen und dann verlieren die Sachen ihre Hitbox. So, hier sind wir jetzt mitten im Unwetter. Ah ja, Fallschaden gibt es auch, wie man gerade gesehen hat. Da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu viel Energie verlieren. Und habe ich irgendwas jetzt noch nicht erwähnt? Ah ja, das Zeitlimit, genau. Oben in der Mitte sehen wir auch eine Zeit, die abläuft. Das ist halt immer das entsprechende Zeitlimit für die Mission. Sollte im Speedrun keine Rolle spielen. Wenn es da mal knapp wird, dann sollte man wahrscheinlich sowieso resetten, davon mal abgesehen. So, jetzt geht's ab in die Villa Gordon. Und hier muss ich jetzt selber nochmal gucken, was genau wir hier machen mussten. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr genau, wie viele Missionen es gibt. Das Problem ist, ich nehme für sowas ja auch immer gerne Game FAQs, also für die Missionen, für die Items und dergleichen, so ein bisschen normaler Hintergrund zum Spiel quasi. Und auf Game FAQs ist halt nichts zu finden. Das Spiel kam am 29. Oktober 2020 raus von Tuxedo Labs. Ist auch deren einziges Spiel. Also da gibt es jetzt keine anderen Spiele, mit denen man das dann vielleicht mal vergleichen könnte oder von woher man Tuxedo Labs noch kennen könnte. Und ansonsten zum Spiel an sich findet man da halt gar nichts. Okay. Das Unicorn hat da gerade geschrieben, die Planke. Die Planke ist am Boden fest. So, und man schießt drauf, damit
damit die da nicht mehr festmacht. Das ist okay. Das macht sogar Sinn, tatsächlich. Und, was? Achso. Nee, und es wurde in dem Run, den ich mir jetzt angeguckt habe, also von The Waffleman, so, warum spreche ich das immer so komisch aus? Da wurde es halt nicht erklärt. Das ist halt auch immer so ein kleines Problem, dass halt bei vielen Speedruns, dass da kein Commentary mit dabei ist, an dem man sich dann auch noch so ein bisschen nachdem man sich auch noch ein bisschen richten kann, genau, war richtig. Und wo man dann halt noch so ein paar Infos rausziehen kann. Hab nur einen Kaffee. Oh. Aber wenigstens hast du jetzt einen Kaffee. So, und wieder einmal schön durch die Gegend fliegen. Der Flug war jetzt nicht ganz optimal. Oh Gott, der LKW ist draußen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Der Flug war jetzt nicht ganz optimal. Da eben, aber das passt schon. So, und wir sind jetzt bei 15 Minuten 15. Das Problem ist, dass in der PB von Waffleman, die PB beträgt 20 Minuten 11 Sekunden. Das sind aber, wenn ich das jetzt nicht mit einem der anderen Spiele verwechsel, das ist immer das Problem, wenn ich mich auf mehrere Sachen gleichzeitig vorbereite. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, sind da so ein paar Ladezeiten auch rausgerechnet. Das heißt, die Zeit, die wir da unten sehen, die ist jetzt nicht 100% akkurat im Vergleich zu der Zeit, die im Leaderboard steht. Wohnst du in der Lagerhalle? Nee, ich wohne an der Hauptstraße. Das ist das Problem. Und ich bin froh, wenn ich das Fenster auflassen kann, aber ja, dadurch hört man dann halt immer mal so ein paar Autos. Das Fenster ist auch direkt an der Hauptstraße dran. Das ist halt immer das Schwierige. Ja, damit müssen wir jetzt leider leben. Bundesstraßen, Grünstreifen, genau. Achso, ist das nur von zwei Leuten gemacht worden? Okay. Das ist wirklich cool. Oh. Man fragt sich, wie man das als Casual schaffen soll, wenn ihm teilweise nur 10 Sekunden übrig bleiben und er fliegen kann. Kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht kann man casual so einzelne Teile der Mission immer machen. Also sprich, das so ein bisschen aufteilen. Das weiß ich jetzt leider nicht. So, da gab es mal wieder einen richtig schönen Flug. Ich glaube, ich mache das Fenster in der nächsten Setup-Pose doch mal schnell zu. Weil das ist doch ein bisschen sehr laut. Beziehungsweise vor allem konstant laut. Das ist das Problem gerade. Genau, ich bin eigentlich Trucker und stehe gerade am Rastplatz. Ich werde von anderen Truckern mit Spieleiern bezahlt. Das hatten wir ja gestern schon. Wofür ich bezahlt werde, weiß ich aber bis heute nicht. So, wieder einmal fliegen. Zum Boot da hinten. Und auch da hat man wieder gesehen, Fallschaden. Ja, wir haben halt Schaden genommen. Aber ja, das war jetzt an sich kein Problem. Dass man reagiert. Tuano, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Man reagiert sich jedes Level so, dass man da schnell durchkommt. Repariert. Ja. Man präpariert. Ja. Okay. Ich muss da tatsächlich erstmal überlegen. Falls jemand das Voxel-Art-Programm Magicka Voxel kennt, die Dateien davon kann man in Teardown als Level importieren. Ah, okay. Cool. Nee, kein Problem, Tuanor. Ich muss nur so ein bisschen grübeln, welches Wort du meinst. Manchmal, also für gewöhnlich erkennt man ja, selbst bei einem kleinen Tippfehler, was das für ein Wort sein soll. In dem Fall leider nicht. So, hier müssen wir jetzt diesen Zylinder quasi diesen Catwalk lang transportieren. Und den dann im Endeffekt ab dann. So, hier nehmen wir jetzt wieder unser schönes Brett. Okay, ich dachte für einen kurzen Augenblick, dass er die Richtung ein bisschen falsch abgeschätzt hat.
So, und da haben wir jetzt eben irgendjemanden oder irgendetwas weggeschossen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es gewesen ist. Man sieht es halt sehr schlecht. Aber ja. Kurz darauf konnten wir die Mission dann auch beenden. Mussten wir im Grunde nur noch zum Ziel hin. Ich höre gerade aus einem Donation-Text irgendwie so eine Tony Hawk-Referenz. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber jetzt, wo ich Tony Hawk gehört habe, von Physik her, kann man es tatsächlich so ein kleines bisschen miteinander vergleichen. Tony Hawk hatte ja teilweise auch sehr, sehr seltsame Physik. Wenn es danach geht, dann könnte man das mit vielen Spielen vergleichen. Ja, gut, klar, das stimmt. So, jetzt haben wir uns noch ein Brett gestappt, diesmal aber nicht zum Fliegen, sondern einfach, weil wir da hochklettern wollten. Und ja, da mussten wir so einen Container anschießen, damit der explodiert. Und statt da jetzt unten irgendwo lang zu rennen, haben wir einfach ein Loch in den Boden geschossen, in die Holzplanken. Und durch dieses Loch dann halt den Container weggeschossen. So, und ich warte schon, also jetzt dürfte langsam auch die letzte Mission kommen. The Chase? Ich glaube einfach nur The Chase. Also irgendwas mit Chase auf alle Fälle im Namen. Achso, ja, jetzt kommt ja erstmal die Satellitenschüssel-Mission. Also hier müssen wir jetzt verschiedene Satellitenschüsseln finden und ich denke mal deaktivieren. Auf alle Fälle müssen wir damit interagieren. Und wenn wir die alle haben, ist die Mission im Endeffekt auch geschafft. So, die haben wir jetzt einfach mal runtergeschossen, weil wir sie noch mitnehmen wollen. Die brauchen wir noch, mittlerweile ist sie jetzt deaktiviert. Aber in dem Moment, in dem wir sie runtergeschossen haben, war die in Sachen Missionsziel noch nicht abgehandelt. Aber während wir sie getragen haben, konnten wir da halt damit auch noch interagieren. Dadurch ist die dann auch gehackt gewesen oder deaktiviert gewesen oder aktiviert gewesen, ich weiß nicht. Das Schützerspiel Raytracing, ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich finde ich die Wassertexturen in dem Spiel wirklich schick gemacht. Also wenn man mal so, wenn man wirklich mal von einem quasi Minecraft-Spiel ausgeht, rein vom Grafikstil, also die Wasseroberflächen, die sehen wirklich gut aus. Und da oben sehen wir jetzt schon den Helikopter und der wird jetzt in der letzten Mission eine große Rolle spielen. Das ist nämlich unser Verfolger quasi. Dem müssen wir dann entkommen. Aber erstmal die. Oh, da ist er jetzt gestorben. Aber erstmal die Mission hier schaffen. Tatsächlich ist die Mission auch gar nicht so einfach, weil die erstens relativ lang ist. Also, wenn man hier stirbt, so wie eben, dann verliert man eine Menge Zeit. Und man kann halt gerade zum Ende hin auch tatsächlich sehr leicht, sehr einfach sterben. Ich konnte mich gerade nicht zwischen den beiden Wörtern entscheiden. Achso, ist auch selbst programmiert, die Engine. Okay, cool. Cool. So, diese Satellitenschüssel haben wir wieder runtergeschossen. Haben die jetzt als Schutzschild vor dem Helikopter genutzt und gleichzeitig halt deaktiviert. Und jetzt geht's auf zur nächsten Satellitenschüssel. Beziehungsweise, ich weiß nicht genau, was wir da einsammeln, aber wir sammeln noch irgendwas ein auf dem Weg. So, da haben wir die nächste Satellitenschüssel und die ist auch deaktiviert. Und ja, jetzt hat er es. Okay. Er ist wirklich kurz vorm Ende der Mission jetzt beim letzten Mal gestorben. Und war natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, da hat er einfach das Brett ein bisschen falsch ausgerichtet und ist deswegen halt in eine falsche Richtung oder nicht ganz akkurat in die Richtung geschossen worden oder geflogen, in die er fliegen wollte. So, und das ist jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, die vorletzte Mission. Und ja, danach kommt halt The Chase, die dann erklärungstechnisch relativ unspektakulär ist, weil wir einfach nur entkommen müssen vor diesem Helikopter. Oh, okay. Da ist er jetzt ein bisschen
am Ziel vorbeigeschossen worden. Also er stand im Grunde schon fast da, aber ja, ist dann halt ein bisschen weiter geflogen, dadurch leider aus dem Haus raus. Und dann musste er erstmal wieder hinrennen. So genau wie hier. Also er wollte jetzt eigentlich direkt an dem Truck landen. Ist leider ein kleines bisschen zu weit nach hinten geschossen worden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, warum er die Mission nochmal komplett von vorne macht, aber ja, irgendwas ist da auf alle Fälle schief gelaufen gerade. Er hackt es. Ja gut, dann hackt er die Sachen halt. Ist ja im Endeffekt dasselbe. So vom Ergebnis her. Also im Spiel zumindest. So, oh. Okay, wow, das sah sehr seltsam aus. Er ist diesmal auf dem Dach gelandet. Immerhin noch besser als vorher. Vom Dach aus konnte er sich ja problemlos nach unten einfach durchbohren, in Anführungsstrichen. Jetzt hat er's. So. Und wie gesagt, ich glaube, jetzt kommt The Chase, die letzte Mission. Ja, okay, er hat es auch gerade gesagt, der Last Level. Da ist er doch. Genau. Und wir müssen jetzt im Endeffekt vor dem Helikopter fliehen. Und ja, das machen wir natürlich auch wieder mit Holzplanken. Wir sind da nicht so doof und fahren dann mit dem Boot rum. Viel zu gefährlich. Und ja, so, ich glaube, sobald wir bei dem Boot ankommen. Ja, genau, bei dem Boot war Time. Ja, die haben jetzt die Zeit ein bisschen zu spät gestoppt. Also so 3-4 Sekunden kann man noch abziehen. Ja, aber ja, ist eine gute Zeit. Seine PB waren 20 irgendwas. Moment, ich haben wir unser 20, 11 und 110 Millisekunden. Ah, okay. Ach, hat es die Seite auch offen? Ich habe die Zeit mittlerweile offen. Ah, okay. Nee, 2011, aber darf man sich nicht täuschen lassen, weil halt so ein paar Ladezeiten herausgerechnet sind. Also ich würde mal sagen, so 21 bis 22 Minuten Echtzeit entspricht das. Du brauchst halt tatsächlich, um das zu splitten, einen Load Remover. Steht auch direkt genau in den Regeln mit drin. Mhm, genau. Ja, also es ist jetzt nicht ein extremer Unterschied, was Ingame-Zeit und Echtzeit angeht. Aber ein kleiner Unterschied ist es schon. So lange habe ich für die erste Mission gebraucht. Oh ja. Ja, Speedruns in a nutshell, würde ich sagen. Ne? So. Heiß, Asa. No. Ich habe Kaffee. Hattest dein Kaffee? Okay, gut. Ich wollte gerade fragen, hattest du deinen Kaffee? Trinke ihn gerade. Okay. Prost. So, ja, das war auf alle Fälle Teardown. Bei dem Spiel ist der Name Programm.